40 Jahren 1972 fand in München das Olympia-Attentat statt. Und wir von der Bürgerrechtspartei Die Freiheit marschieren heute durch München bis zum Sendlinger Torplatz. Gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Herr Roland, ja. Wir sind eine winzige, ein paar Zehntausend. Ja, natürlich. Ja, aber wir sind von der Bürgerrechtspartei Die Freiheit und wir marschieren heute durch München, weil wir der 11 getöteten Israelis der Olympischen Spiele von München 1972 gedenken. Damals haben palästinensische Terroristen die israelischen Sportler überfallen und 11 von ihnen getötet. Unserer festen Überzeugung nach war das der erste islamische Terroranschlag auf deutschem Boden, weil im Islam der Judenhass tief verwurzelt ist. Es ist 40 Jahre her. Am kommenden Mittwoch, der 5. September, das ist der 40. Jahrestag dieses grausamen und barbarischen Anschlags von palästinensischen Terroristen, die aus den friedlichen und fröhlichen Sommerspielen von München eine ganz, ganz dunkle, schlimme Veranstaltung gemacht haben. Ja, nicht genau. In Frankreich wird gegen Juden mit Steinen geworfen. In Deutschland werden Juden auf offener Straße von Muslimen angegriffen und niedergestochen. Die linke Presse verschweigt ihnen diese Dinge. Sie verschweigt alles, was mit Kriminalität seitens immigrierter Muslime zu tun hat.